sunshine creeping through the rain. Good times playing silly games. Mallorca ermöglicht jedem, seinen ganz persönlichen Traum vom Wohnen zu finden. Wir zeigen Ihnen Fincas im traditionellen Stil und exklusive Luxusvillen mit modernster Ausstattung und atemberaubenden Ausblicken. Ich kann Ihnen sagen, diese Insel lädt zum Träumen und Verweilen ein. Und damit herzlich willkommen zu Faszination Wohnen, Engel und Völkers exklusiv. Diese wunderschöne Finca ist nur wenige Minuten von Santa Maria entfernt und liegt in einer ruhigen ländlichen Gegend, umgeben von einem parkähnlichen Garten. Schon beim Betreten des Grundstücks setzt die Entspannung ein. Es ist eine ursprüngliche Finca, die komplett renoviert wurde. Der zukünftige Eigentümer kann so den traditionellen Baustil genießen und profitiert gleichzeitig vom modernen Wohnkomfort. In diesem Haus stecken über 200 Jahre Geschichte. Und die spannendsten davon erzählt uns jetzt Christina Deutsch. Wenn man auf das Grundstück fährt, über die lange Kiesauffahrt, gesäumt von Zypressen, Palmen und anderen landestypischen Bäumen, ja, dann führt das den Besucher zum Eingangsbereich mit dem schönen Springbrunnen. Dort ist dann eben der Haupteingang, durch den man das Haus betritt. Der Eingangsbereich ist insofern außergewöhnlich, dass das Haus sehr hohe Decken hat. Auch die Größe des Hauses in Kombination mit den hohen Decken lässt darauf schließen, dass der ursprüngliche Erbauer eine eher wohlhabende Familie war und kein einfacher Bauer. Die große Eingangshalle führt sowohl einmal auf der einen Seite in die große Landhausküche, sehr hochwertig gemacht mit einer außergewöhnlich schönen und sehr dicken Holzarbeitsplatte in der Mitte. Der Ofen ist ein Prunkstück, ist also wirklich ein wunderschöner Ofen. Auf der anderen Seite Esszimmer, Wohnbereich mit einem sehr großen Kamin, der auch sehr schön rustikal gehalten wurde, der das Zimmer auch sehr dominiert, das ist sehr schön geworden. Darüber hinaus sind zwei Schlafzimmer in diesem Stockwerk und alle Zimmer führen mit großen Fenstern in den Garten. Das Haus ist eigentlich dafür gemacht, dass man das Innen mit dem Außen verbindet. Das heißt, das Leben findet hier in großen Teilen des Jahres draußen statt. Dazu gibt es wunderschöne Außenbereiche, große Sommerküche. Es gibt noch dazu einen Steinbackofen, in dem früher tatsächlich alle zwei Wochen Brot gebacken wurde für die ganze Familie und die ganzen Menschen, die eben noch mit auf dem Hof gelebt haben. Also ein Brotbackofen anzuheizen, muss man schon etwas können. Das ist nicht so einfach, die richtige Temperatur zu bekommen. Also da muss man etwas üben. Das erste Brot wird mit Sicherheit sehr dunkel werden, wenn man das selber versucht. Das gibt so die ersten Eindrücke, wie das Leben vielleicht auch früher hier war. Der Brotbackofen, was gibt es vielleicht noch zu erzählen, wie man früher hier gelebt hat? Ja, man darf nicht vergessen, diese Häuser waren früher von der Klimatisierung ganz anders als heute. Es gab keine Klimaanlagen, es gab keine Heizungen. Das heißt, die Häuser wurden so gebaut, dass sie mit kleinen Türen und Fensteröffnungen sowohl die Wärme als auch das Kalte im Winter draußen hielten. Und die Bewohner haben eben versucht, mit einer Beschattung im Sommer, was man oft an diesen Häusern sieht, eine sogenannte Pergola, die dann mit Pflanzen bewachsen wurde, die im Winter dann die Blätter abwirft und dadurch eben im Winter die Sonne an die Hausfassade kommt, was gewünscht ist, und im Sommer durch das natürliche Blätterdach ein angenehmes Schattenklima ist. Darüber hinaus muss man natürlich auch wissen, die Wasserversorgung war früher eine andere. Diese Finca war autark, es gab kein Wasser aus dem Wasserhahn, sondern das Wasser musste über das Jahr aufgesammelt werden. Das heißt, dazu wurden oftmals Dachflächen verwendet. Man hat dann aus den alten
Dachziegeln hat man provisorische oder einfache Dachrinnen gebaut. Die führten dann in auch wieder eine Steinpika. Und durch ein Überlaufsystem ist das saubere Regenwasser dann in eine Zisterne gelaufen. Da gibt es noch vielleicht einen interessanten Aspekt. Früher wurde, um sicherzustellen, dass das Wasser auch nicht verunreinigt ist, wurde ein Aal in diese Zisterne gesetzt. Und solange dieser Aal am Leben war, die sind sehr empfindlich, solange der am Leben war, wusste man, also das Wasser ist genießbar. Jetzt haben wir eben ein bisschen was erfahren über das Leben früher. Jetzt wurde die Finca ja renoviert. Inwiefern wurde da vielleicht moderne Elemente mit aufgenommen? Was wurde erhalten? Wie lief das ab? Man hat versucht, baulich schöne Elemente, Naturstein, solche Dinge zu erhalten, die auch optisch natürlich dazu passen. Man hat allerdings dadurch, dass man große Fensteröffnungen gemacht hat, hat man Licht ins Haus geholt. Es wurde natürlich eine Zentralheizung eingebaut. Von daher hat man die Kombination eben von einer rustikalen Finca mit seinem entsprechenden Charme, aber dazu eben den modernen Wohnkomfort. Das heißt, ich will es natürlich warm haben im Winter und ich möchte helle Räume haben und nicht in einem engen Haus mit dunklen kleinen Fenstern leben. Für wen wurde das Haus denn konzipiert? Also wie kann ich mir auch den zukünftigen Eigentümer vielleicht vorstellen? Ganz ursprünglich gehörte das Haus einer spanischen Familie. Das hat ein spanischer Bauunternehmer angefangen zu renovieren und in der Renovierungsphase wurde es verkauft an eine Familie mit 3 Kindern. Und diese Familie hat es dann auch lange Zeit bewohnt. Deshalb ist dieses Haus auch vom Gefühl her ein echtes Zuhause. Man sieht auch im Garten an einigen Punkten, dass hier Kinder leben, denn es gibt sowohl einen Fußballplatz als auch ein Trampolin und weitere Spielgeräte. Und der große Pool ist natürlich auch für die Kinder mit Sicherheit mit angelegt worden. Den Eigentümern war wichtig, eine große Sommerterrasse zu haben. Der Pool ist so orientiert, dass er den ganzen Tag in der Sonne liegt. Gleichzeitig in Verbindung mit der Sommerküche. Das heißt, man hat eine Toilette, Kühlschrank, alles das, was man natürlich auch tagsüber öfters mal benötigt, hat man sehr praktisch zur Hand und hat aber auch einen sehr großen Terrassenbereich, wo viel Platz ist. Ihm war das wichtig mit vielen Kindern und vielen Freunden. Das heißt, der Poolbereich ist hier ausgesprochen groß ausgefallen. Wie besonders ist es eigentlich, so eine Finca auf Mallorca noch zu finden, die eben diese Elemente zwischen Modern und Tradition bietet? Es ist sehr schwer, das zu finden. Denn da kommt wieder zum Tragen, dass die Häuser früher an anderen Orten gebaut wurden, als man heute das gerne hätte. Heute möchte ich natürlich eine sehr ruhig gelegene Finca in einem idyllischen Ambiente, aber bitte nicht zu weit weg von der Zivilisation, denn ich muss morgens zum Bäcker, die Kinder müssen in die Schule oder ich möchte gerne Freunde vom Flughafen abholen. Das heißt, hier haben wir eine ideale Situation und davon gibt es nicht sehr viele. Die Kunden, die sich für eine Finca entscheiden, die lieben in der Regel die Natur, die Ruhe, das entschleunigte Leben, das etwas gelassenere. Man ist hier auf einem Grundstück von 26.000 Quadratmeter. Das heißt, ich habe keinen Nachbarn, der mir auch nur von Weitem auf mein Grundstück gucken kann. Ich bin umgeben wirklich von einem wunderschönen Garten. Ich habe meine eigenen Orangen, meine eigenen Zitronen. Ich habe einen kleinen Kräutergarten. Das heißt, auch zum Kochen, die Kräuter werden verwendet hier von der Finca. Das ist etwas, was natürlich viele Leute sehr schätzen. Design und Architektur dieser exklusiven, neu errichteten Luxusvilla sind die perfekte Kombination aus Baustilen und Designerstücken. Direkt in erster Meereslinie an der Felsküste von Calaviñas garantiert die Immobilie einen atemberaubenden Blick. Die elegante, moderne, aber doch traditionelle Aufteilung umfasst einen großzügigen Wohn- und Essbereich, weitläufige Flure mit Naturstein, 6 Schlafzimmer mit eigenen Bädern und einen fantastischen Garten mit über 3000 Quadratmetern. An Platz mangelt es hier ganz offensichtlich nicht. So viel Luxus und Exklusivität hat aber natürlich seinen Preis. Mit 18 Millionen Euro zählt die Villa zu den Top-Immobilien der Insel. Wer auf diesem Anwesen wohnen könnte und was es so unvergleichbar macht, das erzählt uns Hans Lenz.
absolute Highlight der Immobilie ist die Lage. Der Blick über die Bucht von Palma, die riesige Front und die Privatsphäre, die man hier genießt, ist kaum zu finden. Es überrascht einen, dass man in diesem Grundstück, in dieser Hanglage, einen sehr großen oder so großen Gartenbereich kreieren konnte. In den Felsen gemeißelt sind mehrere Terrassierungen mit den dazugehörigen Pflanzen und auch mit den Farben, die dort wunderbar kombinieren. Und da befindet sich auch der große Infinity Pool. Das ist ein besonderer Pool, den wir hier finden. Erstmal farblich sehr gut integriert und mit einem Überlauf, der so circa 30 Meter lang ist, dem Mittelmeer dahinter, und auf der anderen Seite in einer Felswand, die in den Pool reinwächst. Diese Immobilie ist eine außergewöhnlich große Immobilie für die Insel. Wenn man ankommt, befindet man sich direkt in einem sehr schönen Patio-Eingangsbereich, sehr repräsentativ. Im oberen Eingangsbereich befindet man sich sofort in einem immensen Wohn-Esszimmer mit 145 Quadratmetern, das sich zum Meer öffnet. Und auf der gleichen Ebene finden wir mehrere Terrassen und auch eine sehr große Wohnküche mit einem daran grenzenden Garten. Das Besondere an dieser Küche ist der Blick. Man schaut nach vorne aufs Meer, zu den Seiten hat man einen Garten, nach hinten hat man einen kleinen Zitrusgarten und eine Pflanzenwelt. Es ist ein Bild, es ist wie gemalt, es könnte nicht schöner sein. Es umgibt einem das Gefühl, dass man so in einem kleinen Garten Eden ist. Und in dieser Küche hat man auch einen sehr großen Frühstückstisch, sodass man sich in diesem Bereich mit Sicherheit sehr viele Stunden aufhalten wird. Das Schlafzimmer ist ein sehr großes Schlafzimmer, so wie man das auch in einer Immobilie in dieser Preisliga erwarten würde. Es ist ein Schlafraum mit einem großen Bad en Suite, einer schwebenden, freistehenden Badewanne. Wiederum dahinter stehend eine Ankleide, wo man sehr viel unterbringen kann. Und alles in besten Materialien und durchgängig perfekt. Ein Bereich weiter nach unten, eine Etage weiter nach unten, finden wir den Spa-Wellness-Bereich. Und was ganz Besonderes an diesem Objekt mit Indoor-Pool, mit einem Gym-Bereich und mit einem Hammam und Sauna. Man hat den Kontakt zur Natur und zur Insel nicht verloren. Also wir haben noch die ursprünglichen Elemente, wie sie eine Finca, wie sie eine Baut auf der Insel haben müsste, die erkennen wir wieder. Das ist ein mallorquinischer Naturstein, es ist eine sehr helle Fassade, es sind die Ziegeln auf den Dächern und innen finden wir sehr moderne Materialien und sehr edle Materialien, sowie Holz, Stein auch wiederum, Travertin, und alles mischt sich sehr gut, sodass man direkt, wenn man in das Haus reinkommt, sich sehr wohl fühlt. Es ist eine Entwicklung des ursprünglichen Finca-Stils und modern interpretiert. Man hat darauf geachtet, dass man die ursprünglichen Elemente, wie eine steinumfasste Fenster, wie die schönen Böden, nicht verliert. Aber im gleichen Moment hat man auch inneren des Hauses auf einen sehr hohen Komfort und Modernität geachtet. Es ist eine sehr aufwendige mediterrane Bepflanzung in dieser Lage in erster Linie gemacht worden. Die brauchte auch einige Zeit, bis sie heranwächst. Sie schaut jetzt super aus. Es ist eine Welt, die sich aus verschiedenen Farbtönen sehr schön kombiniert und mischt. Alles immer mit der Idee, dass man dem Gast Privatsphäre bringt. Und das ist hier sehr gelungen. Also von dem sehr großzügigen Garten führen Treppen, die in den Felsen gemeißelt wurden, mit sehr großem Aufwand dargestellt wurden und auch übrigens sehr bequem sind, in einen Chill-Out-Bereich, in einer Ebene mit einer sehr großen Terrasse, die perfekt ist, um Gäste zu empfangen oder eine Party zu feiern. Und von dort aus geht es auch noch über mehrere Stufen runter bis ans Meer. Das ist eine Besonderheit, das ist außergewöhnlich, dass man in einer Lage, so wie in dieser, bis ans Meer runterkommt und sich dort sehr privat auffinden kann. Ohne gestört zu werden, kann man baden. Ohne gestört zu werden, kann man auch vielleicht mit einem kleinen Boot bis zu einer großen Yacht gefahren werden. Die Sicht ist ja hier wirklich gigantisch und der Meerzugang, das i-Tüpfelchen quasi. Wie schwierig ist es überhaupt, in so einer Lage noch ein Haus zu bekommen? Es ist sehr schwierig. Wenn Sie mich jetzt fragen würden, wo hätte ich noch ein Grundstück, was zu diesem ähnlich sein wäre und wo man ein solches Objekt bauen könnte, könnte ich Ihnen im Südwesten der Insel nicht ein einziges zeigen. Wie kann ich mir denn den zukünftigen Eigentümer vorstellen? Also für wen wurde das Haus konzipiert? Wer kann hier leben? Es ist mit Sicherheit eine Person, die sich in größeren Gruppen
bewegt, mit einer großen Familie reist, vielleicht auch öfters Gäste empfängt. Es wird mit Sicherheit immer noch ein Ferienwohnsitz sein, in dem man mehrere Wochen oder Monate verbringt, nicht das ganze Jahr. Und es werden auch Menschen sein, die ein Augenmaß für besondere Perfektion und für Qualität haben. In dieser Preisliga ist nicht so sehr der Preis wichtig, sondern die Immobilie. Und wie ich vorhin gesagt hatte, wenn man die Schwierigkeit da schon darin findet, die Grundstücke zu erhalten, dann ist es genauso schwer oder noch schwieriger, die Grundstücke mit Häusern in dieser Qualität zu finden. Man kommt in dieser sehr verspielten Gegend an, wo eine wunderbare Natur einem empfängt. Und Kap Falco ist mit Sicherheit ein Highlight, vor allem wenn man sieht, was vor dem Haus passiert. Man hat die Lichter von Palma abends, man hat den Schiffsverkehr, man kann alles beobachten. Es ist wirklich atemberaubend hier. Das war wieder eine Ausgabe Faszination Wohnen, Engel und Völkers exklusiv, diesmal von Mallorca. Mehr Informationen zu dieser und vielen weiteren einzigartigen Immobilien finden Sie natürlich auch online. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind, wenn wir Ihnen die schönsten Häuser weltweit zeigen.